Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße dich und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge hier zu OMSI 2. So, der dritte hier im Bunde von dem ganzen DLC, dem Iris-Bus, City-Bus-Pack DLC, welches ja nun jetzt die vergangenen Tage ja so ein bisschen uns angeguckt haben. Jetzt der Recreo 12-Meter-Bus. Das Ganze halt interessanterweise heute mal mit einem Schaltbus. Also wir müssen hier selber schalten, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung wert und eine wundervolle Karte, die sich mittlerweile mitten in mein Herz sich verbarrikadiert hat. Und zwar auf der Karte Grefrath V3. Und das auf einer recht interessanten Linie, denn das Ganze ist hier eine Regio-Buslinie. Dementsprechend passt dieser Bus natürlich wie die Faust aufs Auge. Dementsprechend lasst uns mal hier den Bus starten, weil es wird nämlich schon ganz schön kalt hier im Bus. Und dementsprechend mal kurz mal hier dieses Piepen jetzt abwarten, denn jetzt baut er nämlich Druckluft auf. Schönes Geräusch, oder? Ja. Das ist großartig. Können wir den schon mal hier mal schon mal zumindest den Gang auf neutral machen und den Bus starten. So, jetzt ist er auch an, hatte nämlich gerade Startschwierigkeiten gehabt. Der Bus wollte nämlich nicht so, wie ich das wollte und das ist natürlich mega ärgerlich. So sieht er also aus von innen. Ja, ist wieder natürlich so ein reiner Überlandbus. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen richtig schönen Überland-DLC. Es gibt ja nun, ich glaube, es gab ja nicht wirklich große DLCs oder sowas, die so ein bisschen so sich auf Überland spezialisiert haben. Dementsprechend, ja, ist doch ganz nett, dass wir jetzt hier den Iris-Bus haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der zweite, den wir jetzt hatten, der hat mir jetzt am meisten gefallen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber sonst, ja, sehen sie natürlich halt alle aus wie die anderen Busse auch, die wir uns jetzt angeguckt hatten, die gleichen Sitzpositionen, gleichen Sitztexturen, fast die gleichen Sitze, sonst der ganze Innenraum halt auch fast identisch. So, Druckluft ist fertig. Also gibt jetzt natürlich jetzt hier nichts groß, jetzt irgendwo, wo man sagen kann, so Wahnsinn, ja. Vorlaufen, allgemein Cockpit, Dashboard fällt halt auf, wir haben keine Kasse mehr. Im Gegensatz haben wir jetzt hier nur irgendwelche weißen Zettel, die natürlich nichts aussagekräftig sind. Ich glaube, hier fehlt wohl eine Textur. Da hat man vielleicht ein bisschen geschlafen. Hier am besten nochmal das Ganze nochmal einmal ein wenig nachpitchen. Wir werden jetzt hier schon mal die Heizung anmachen, Standheizung hier reinkloppen. Und dementsprechend können wir hier schon auch Licht anmachen. Denn ein bisschen Licht brauchen wir hier auch. Licht ist an. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit haben wir noch? 2 Minuten, das ist okay, da können wir jetzt schon langsam davor ziehen. Wie gesagt, hier unten sehen wir, wir schalten heute selber. Es könnte mega interessant werden. Und dadurch, dass ich eben gerade jetzt schon massive Probleme hatte, wird die Fahrt wahrscheinlich bockschwer. Und natürlich Schnee, ne? Also wir rutschen, rutschen und rutschen und werden weiter rutschen. Dementsprechend, ja, auf. Und davon würde ich sagen, hier wieder schön natürlich an dem Bus. Wir haben wieder einen Retarder mit dabei, welchen wir auch versuchen werden zu nutzen. Denn wie gesagt, wenn so eine Möglichkeit besteht, dann möchte ich das auch ganz gerne probieren, möchte das ganz gerne testen. Und dementsprechend, ja, werden wir das auch benutzen. So, das Problem ist, der Bus wird nicht wirklich warm. Der, weiß ich nicht, der hat hier auch keine Klimaanlage, wie ihr unschwer sehen könnt, ne? So wie der andere. Gibt's hier nicht. Radio? Ja, man könnte tatsächlich wahrscheinlich Radio anmachen. Aber es passiert nichts, außer dass er hier der Maustaker hier kurz rumlädt. Passiert hier nichts. Ah, klar, wir müssen ja noch die Linie einstellen. Linie 847. 00 und die Route 2. So, perfekt. Von Hausbrück geht es nämlich denn nicht auf Betriebsfahrt. Oder doch? Nö. Grefrath Ost, genau. Genau. Ja, also wie gesagt, die Tour mittlerweile, also die Karte bohrt sich so langsam bei mir tief ins Herz. Ja, also ich finde die Karte extrem hübsch gelungen. Die Performance ist großartig. Deswegen haben wir sie ja auch wieder gewählt jetzt für unsere Leitstellenfahrt. Ne? Denn auch hier gab es ja dank OMSI Webdisk einen kleinen Weihnachtsmarkt. Und da passt das natürlich jetzt perfekt rein. Maus weg bitte, danke. Mit 10 km geht es hier weiter. Da
aber hier sollten keine Blitzer stehen, von daher interessiert uns das mal jetzt hier gerade nicht mit 10 km/h hier lang zu fahren, ist natürlich doch ein bisschen witzig. Ich kann mir sowieso nicht vorstellen, dass hier irgendwer einsteigt, hier mitten in der Pampa. Ja, normalerweise dürfte man den Retarder jetzt gar nicht benutzen bei so einem Wetter hier. Denn normalerweise würde der Retarder nämlich komplett blockieren und sich abschalten. Was natürlich Sinn macht. Ja, ich krieg den Bus nicht warm, ja. Es wird immer kälter hier drin. Eine große Kurve machen und bitte vor dem Golf hier, bevor der uns jetzt hier der Meinung ist, er muss uns in die Karre fahren. Nächste Haltestelle an der Kante. Auch an der Kante möchte keiner einsteigen. Na denn. Oh, nein. Jetzt. Ja, die Sonne ist wieder da und ich kann meinen Track AR wieder nicht wirklich benutzen. Das ist super lästig. Oh, ey. Es ist irgendwie, diese Folge ist sowas von verflucht. Oh, da haben wir einfach mal einen Fahrgast. Ach ja, jetzt geht's ja nicht. Jetzt ja. Oh Gottes Willen. Ich glaube, ich lasse das lieber mit der Folge hier heute. Ja, jetzt habe ich mich in die Richtung geguckt und wundere mich so, warum guckt er jetzt nicht in diese Richtung? Ja? Großartig. So, na denn. So. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Jetzt haben wir natürlich hier. Das schmeißt mich hier gerade so komplett aus dem ganzen Konzept hier raus, hier alles. Nächste Haltestelle, Richterweg. Hallo. Hallo. Ja, das mit dem Selberschalten ist schon ein cooles Feeling, ja. Das habe ich aber schon öfters gesagt gehabt. Wo wir schon mal mit den älteren Bussen hier, gerade mit den Icarus-Bussen, da musstest du ja viel selber schalten. Und das ist schon ziemlich coole Sache. So. Also ab 15 km/h springt da raus der Retarder. Also ab da musst du dann halt selber dann auf jeden Fall runterbremsen mit der Betriebsbremse. Da kann ich ja mein Basecap hier abnehmen. Brauche ich jetzt nicht. Das ist die ganze Woche über, scheint die Sonne nicht, ja? Du musst aufnehmen, es scheint die Sonne.
Na komm. Normalerweise wäre es wahrscheinlich sinnvoller, wenn wir gleich mit dem zweiten hier anfahren. Wir müssen die Busse natürlich auch ein bisschen treten, weil wir haben ja auch noch einen Fahrplan, den wir hier auch versuchen einzuhalten. Ah, hier will jemand raus. Ich freue mich jetzt schon, wenn der Winter vorbei ist, ja. Ist schon leicht anstrengend mit Schnee. Nächste Haltestelle, Bergmannssiedlung. So. Boah, fällt der Scheiße. Was denn? Ist doch alles gut. Boah. Das ist ja unglaublich. Wieder nur am Zetern hier. Wieder nur am Zetern. Grüß dich. Was denn? Ich fahre hier mit 30 hier um die Kurve, ja? Also sogar unter 30. Keine Ahnung. Können Sie mal bitte anders fahren? Können Sie nicht vorsichtiger fahren? Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen, wa? Kann ich nicht sagen, was Sie wollen hier. Hallo. Man, das ist ja auch ein Reisebus, ne? Man hat sich ja auch hier hinzusetzen und nicht stehen zu bleiben. So, Bus wird nicht warm, das ist großartig, finde ich sehr gut. Wunderschön, den Bordstein berührt hier, so muss das sein. Eine Bordstrecke. Ja, hier kannst du natürlich überhaupt nichts machen. Ja. Schon länger vorbei hier. Nächste Haltestelle. Was denn? Was ist das denn jetzt hier? Nase wollte der Michael Schumacher, ja? Ich mache nicht. Ich gebe nicht mal Gas. Aber fahren Sie mal vernünftig hier. Oh, heute haben sie sich ja hier eingeschissen, hier alle. Dann werden wir mal hier mal ein bisschen Stoff geben hier. Nächste Haltestelle. Dann willst du jetzt mal einen Grund zu meckern haben. Erste Stunde
Michael Schumacher, ja. Und voll die Betriebsbremse durchdrücken hier. So wird's gemacht. Ah. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Naja, ich kann auch so fahren, wie sie meckern. Ja, also das kriege ich natürlich auch hin. Und wenn die sich hier so dermaßen in den Hemd kacken, dann müssen sie halt durch den Bus fliegen. Ja, dann ist mir das so eigentlich relativ Rille. Kenn ich nichts, Leute. Kenn ich nichts. Nee, das war die nicht. Ich hab uns schon eigentlich an der Ampel gesehen. Nächste Haltestelle. Oh, das war jetzt zu weit. Nächste Haltestelle. Mühlbergsheide. Oh. Im großen Halle stand keiner, alles klar. Da bin ich, alles klar. Wir müssen natürlich auch wieder ein bisschen mal jetzt hier auf unsere Zeit hier achten. So, reingerutscht. Hallo. Hallo. Einen wunderschönen. Nächste Haltestelle, Polizeischule. Okay, also das wäre schon durch. Ja, steckt wieder keiner aus. Es ist wieder großartig. Hauptsache Knopf gedrückt, ja. Blödes. Wir sind wirklich hier. Es ist halt noch Schnee, ja. Ich habe eigentlich eingestellt, dass es klar ist. Und wir
geräumte Straßen haben, aber hier ist nichts geräumt. Ja, genau, bremst doch. Guten Tag. Nächste Haltestelle, Fünfter Weg. Fünfter Weg. So, gibt ja nur geradeaus und rechts. Wegen 5 Fahrgästen, so weißt du, bist sicher unterwegs. Großartig. Aber sieht bei uns, bei Regobus nicht anders aus. Och. Du kannst das Gas gar nicht so dosieren, wie Omsi das hier darstellt, ja? Guten Tag. Nächste Haltestelle am Hain. Am Hain. Also es ist wirklich, also mit Schnee und sowas ist das echt eine Herausforderung. Wie gesagt, normalerweise setzt man bei so einem Wetter den Retarder ja überhaupt nicht mehr ein. Dann bremst man nur noch mit der Betriebsbremse, weil die Reifen blockieren und sprich, ihr würdet nur rutschen. Macht natürlich dann wenig Sinn. Und hier habt ihr, wenn ihr die normale Betriebsbremse benutzt, ja meistens ja immer ABS mit an Bord und dementsprechend geht das eigentlich. Dann nutzt man die Betriebsbremse nicht so. Nächste Haltestelle, Tenorstraße. Oh ja, schöne Retarder genutzt. Deswegen, also. Man kann ihn benutzen und es fühlt sich halt auch einfach gut an, ja, wenn du den benutzt. Guten Tag. Guten Tag.
So, jetzt habe ich mich dann doch langsam wieder jetzt hier zurechtgefunden. Ja, das hat mich jetzt mit dem Basecap jetzt komplett buschig gemacht jetzt. Boah, das war mega knapp gerade. Eine sehr schöne Linie hier, gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, natürlich jetzt mit ein paar Startschwierigkeiten gestartet. Also heute diese Folge, die wollte wohl nicht aufgenommen werden. Also ihre Probleme. Aber im Endeffekt sind wir unfallfrei durchgekommen. Da kann man ja nun nichts zu sagen. So, da haben wir dann auch unseren Abschluss. Sehr schön. So läuft. Der ist ja dreckig. Alter Verwalter. Was ist denn mit dem Bus passiert? Ja, so kann es aussehen, wenn man arbeitet. X47, ja, das ist halt wieder diese typische Omsi-Macke hier, die du hast, ja. Naja, Leute. Jetzt haben wir uns zumindest alle drei durchgesehen. Jetzt könnt ihr mal sagen, wie ihr den DLC findet. Ist es für euch vielleicht auch jetzt eine Alternative mit dem Ganzen drumherum, wie sich das Ganze halt anfühlt, halt mit dem Selberschalten, moderne Busse halt. Ich muss ganz ehrlich sagen, anfangs war ich ein bisschen skeptisch gewesen, jetzt finde ich ihn relativ cool, schon alleine, wie gesagt, durch einen modernen Bus, den du schalten kannst, durch Retarder halt, das ganze Spielerei damit, ist natürlich mächtig herausfordernd, ja, gerade wenn du auch noch so eine Witterungsbedingung hier hast und alles sowas, kann das schon echt Spaß machen, aber auch mega frustrierend sein dann halt, ja, und im Großen und Ganzen finde ich den DLC ziemlich geil, gefällt mir sehr gut, ich kann auf jeden Fall kann ich empfehlen, ja, aber wenn man mir jetzt so die Frage stellt, welchen würdest du bevorzugen, den Connecto oder den Irisbus, muss ich ganz klar sagen, da geht der Punkt an den Connecto, denn der ist einfach mega nice. Muah, traumhaft. Der nächste großartige DLC, der jetzt hier für Omsi erschienen ist. Aber wie gesagt, der Irisbus ist kein verkehrter. Und das mal von einem Harlequin-Produkt. Ja, was würdest du dazu noch sagen? Nein, Spaß beiseite. Damals der alte MAN, der war ja auch ziemlich nice gewesen, den sie rausgebracht haben, den DN95 oder sowas, was es war. Nein, also wie gesagt, ist großartiges Fahrgefühl. Wie gesagt, drei Busse sind mit dabei, sehen natürlich fast identisch alle aus, haben halt alle ein bisschen anderen Namen und wie gesagt, kommen alle von Irisbus. Wie gesagt, also ich finde ihn ziemlich nett, sehr gut gelungen auf jeden Fall. Wir werden uns den dann wahrscheinlich in dem Stream den ein oder anderen mal bestimmt mal greifen und damit verschwinden so langsam aber sicher, muss ich ganz ehrlich sagen, die kostenlosen Busse so in den Hintergrund. Und die Payback-Busse kommen mehr in den Vordergrund. Denn, wie gesagt, jetzt haben wir eine schöne Auswahl mittlerweile, was jetzt auf jeden Fall so die Busse angeht. Den BRT C2, den Irisbus, den Connecto. Dann die Solaris Urbino-Familie ist auch ziemlich geil mittlerweile. Die MAN-Stadtbus-Familie. Es sind einfach jetzt mittlerweile richtig viele tolle Payware-Busse auf dem Markt und dementsprechend könnt ihr gerne mal so eure Lieblingsbusse mal hier so einfach mal in die Kommentare posten. Was ist denn euer Lieblings-Payware-Bus? Wie gesagt, nutzt dazu gerne die Kommentarfunktion. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich, dass du dabei warst und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.